In diesem Video möchte ich dir einmal einen Weg zeigen, wie du ganz ohne Webseite Geld im Internet verdienen kannst. Dazu habe ich mich hier in mein Pinterest-Profil eingeloggt und gehe mal einmal auf mein Profil. Und dann siehst du schon, was es hier gibt, nämlich jede Menge Pins, die ich gepinnt habe. Und diese sind teilweise mit Affiliate-Links versehen. Also wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel auf die CD von Ed Sheeran klicke, dann habe ich Folgendes gemacht, wenn ich hier auf Bearbeiten gehe. Ich habe ihr einen Amazon-Affiliate-Link eingebaut. Ja, das ist gar keine Hexerei, das ist sogar sehr einfach. Und das Schöne ist, Pinterest hat bereits den Traffic, auf den du auf deiner Seite erst einmal kämpfen musst. Und deswegen funktioniert das auch so prima. Ich kann nämlich einfach hier neue Follower sammeln und wenn ich das getan habe, dann bekommen die immer meine Pins, die ich hier poste, in ihrem Profil zu sehen. Und das kann ich natürlich den ganzen Tag machen im Prinzip. Und wenn ich das tue, dann kann ich auch den ganzen Tag damit Geld verdienen. Das ist nicht so, dass du über Nacht reich wirst, wie immer im Internet und wie immer auch im wahren Leben. Du arbeitest nicht ein bisschen und wirst dann reich damit. Aber du kannst damit dein Geld verdienen. Und ich zeige dir jetzt einmal, wie das Ganze funktioniert. Wir fangen mal mit Amazon an. Du kannst dich hier bei dem Amazon Partnerprogramm anmelden. Das ist unter partnernet.amazon.de. Und wenn du das tust, dann hast du immer, wenn du dich in deinen Amazon-Account einloggst, hier oben so einen Sidestripe. Das heißt, du kannst hier Links erstellen zu den einzelnen Produkten. Ja, wenn wir das jetzt mal machen, ich gehe jetzt einfach mal hier aufs Echo Dot und will das mal bewerben. Ja, sind wir auch schon drauf. Und dann klicke ich hier oben auf Link erstellen, Textlink und kopiere mir den in die Zwischenablage. Und dann klicke ich hier ganz einfach auf Pinterest. Jetzt wird mein Pinterest-Profil geladen und meine ganzen Boards. Und dann kann ich entscheiden, in welches Board ich das Ganze haben möchte. Und ich habe hier ein Board, das heißt Smart Home. Und da möchte ich es natürlich reinpinnen. Und wenn ich das getan habe, dann will ich mir den Pin ansehen. Und dann bin ich nur noch einen Klick von meinem Affiliate-Link entfernt. So wie gerade gezeigt, gehe ich dann hier oben auf Bearbeiten und tausche diesen Link von Amazon mit Command A, Command V gegen meinen Affiliate-Link aus. Und damit keiner auf die Idee kommt, über diesen Link zu Amazon zu gehen, lösche ich den raus. Und besser wäre noch, wenn ich jetzt hier eine neue Beschreibung eingeben würde oder zumindest irgendwie mein Keyword. Also es geht hier alles über Keywords, ne? Weil letztendlich ist Pinterest natürlich auch eine Suchmaschine, also eine Bildersuchmaschine zwar, aber auch eine Suchmaschine. Und auch die müssen wissen, worum es in deinem Bild geht. Deswegen wäre es eine gute Idee, hier eine schöne Beschreibung einzugeben. Besser als diese hier. Ja, dann klicke ich auf Merken. Und wenn ich das getan habe, dann ist in meinem Profil hier mein Echo Dot enthalten. Und ja, dann kann ich warten, bis jemand draufklickt. Und wenn das jemand tut, selbst wenn er das Echo Dot nicht kauft, aber da draufklickt und in 24 Stunden nach seinem Klick irgendetwas bei Amazon kauft, von Strumpfhosen über eine Mütze bis hin zu, ach, egal was, dann bekomme ich dafür Geld, dann bekomme ich über diesen Affiliate-Link sozusagen Geld in meinen Account. Eine weitere Möglichkeit, und zwar eine richtig tolle weitere Möglichkeit, über Pinterest ganz ohne eigene Webseite Geld zu verdienen, ist ShopStyle. ShopStyle Collective, also ich bin jetzt hier auf ShopStyle, aber wenn du auf ShopStyle Collective bist, hier shopstylecollective.de und dich da anmeldest, dann gehst du einfach hier ganz unten, ich gehe mal einmal auf ShopStyle Collective, wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann gibt es hier unten eigentlich einen Link und da steht dann drin, dass ich mich hier anmelden kann. Wenn der da unten nicht ist, wie hier jetzt, dann Monetarisierung wäre eine Möglichkeit oder du registrierst dich einfach hier für deinen Account. Ich melde mich jetzt hier nochmal an, um dir das zu zeigen und bin dann hier auch schon drin. Und das Schöne ist, ShopStyle Collective ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Shops, nämlich all diesen hier, und noch viel, viel mehr.
Und all diese Produkte kann ich im Prinzip bewerben. Das ist ein amerikanischer Markt, obwohl die ganz auch in den deutschen expandieren. Aber nichtsdestotrotz ist zum Beispiel Etsy ein Partner von ShopStyle. Also wenn ich jetzt zu Etsy gehe, Etsy kennen wir wahrscheinlich alle als kreative Blogger, dann kann ich jedes Produkt, was es hier bei Etsy gibt, bewerben. Das heißt, ich gehe jetzt mal einfach hier auf Schmuck und suche mir irgendwas aus, was ich in meinem Pinterest-Profil auch haben möchte. Ne? Also vielleicht nicht jedes Teil, was man vielleicht gar nicht selber mag. Und kopiere mir hier oben den Link. Wieder Command-C oder eben rechte Maustaste kopieren. Und gehe nochmal auf ShopStyle Collective und gebe hier den Text unter Textlink meinen Link ein, Command-V, und klicke auf Erstellen. Jetzt wird mir eigentlich ein Link erstellt, weil eigentlich ist Etsy auch dem angeschlossen. Es kann jetzt sein, dass es daran liegt, weil ich hier Deutschland eingestellt habe. Deswegen gebe ich hier jetzt einmal USA ein und mache das Ganze nochmal. So, und jetzt gehen wir nochmal auf Textlink. Ich packe hier nochmal den Produktlink rein, klicke auf Build It. Und jetzt funktioniert es auch. Also, Copy Text. Und dann gehe ich wieder zu Etsy und klicke hier unter Etsy, wo so ein schöner Sharing-Button ist, auch wieder auf Speichern. Und werde zu Pinterest weitergeleitet. Und dann ist das Spiel wieder genau dasselbe. Ich gebe das jetzt hier in mein Board ein. Ich hatte hier eins irgendwie Schönes für mich oder sowas. Genau. Und dann klicke ich auf Merken, auf jetzt Ansehen, gehe wieder zu meinem Pin hin und ja, mache genau dasselbe wie gerade bei Amazon. Ich bearbeite die Beschreibung und den Link, also Command A, Command V. Das ist der Link, den ich gerade von ShopStyle bekommen habe. Und hier würde ich natürlich jetzt auch noch die Beschreibung optimieren. Sobald das geschehen ist, gehst du auf Merken. Und warum ShopStyle so genial ist, ich bekomme pro Klick Geld. Heißt, wenn nur jemand hier draufklickt, dann bekomme ich schon in meinem Account 4 Cent gutgeschrieben. Ja, 4 Cent hört sich jetzt erstmal nicht hochgradig viel an, aber es läppert sich. Und mit der Zeit siehst du hier schon 46,12, alle 100 Dollar wird ausgezahlt. Bekommst du ganz einfach dein Geld. Und was noch schöner ist, ich gehe jetzt mal einmal hier auf die Analytics, siehst du hier, ich habe nämlich auch gleichzeitig, das ist jetzt für die letzten 30 Tage, letzten 3 Monate, da sieht es schon wieder anders aus, da habe ich mich 16 Order und das ist natürlich auch super, wenn ich einen Link bewerbe und dann eine Order bekomme, dann ist das Tolle daran, dass ich nicht nur die hier 62 mal 4 Cent bekomme, sondern auch noch ja die ganzen Orders sozusagen auch nochmal für mich gut geschrieben werden. Ja, das aus dem Grund ist ShopStyle natürlich ein kleiner Gewinner, aber es gibt noch ganz viele andere Pay-per-Click-Affiliate-Angebote. Da musst du einfach mal ein bisschen gucken oder bei den Plattformen mal schauen. Es gibt noch andere Pay-per-Click, nennt sich das Ganze. Und Pay-per-Sale, das ist hier im Prinzip beides, einmal Pay-per-Click, einmal Pay-per-Sale, umso besser. Ja, also ich habe auch nichts dagegen, zweimal bezahlt zu werden. Und das Schöne ist, das wirklich Schöne ist, wann immer dein PIN geht nicht verloren. Also du hast das jetzt hier gepinnt und das ist für immer in deinem Profil. Und es wird auch für immer Geld verdienen, ob es jetzt durch einen Klick ist, wie hier, oder irgendwann durch einen Affiliate-Sale, wie hier. Es kommt letztendlich nur auf die Menge an. Die Frage ist, wann kannst du wie viele Links hier drin haben? Vergiss aber nicht, dass du immer auch noch andere PINs pinst. Ja? Also wichtig ist, dass du nicht nur hingehst und Affiliate-Links hier einstellst, sondern wirklich hier auch von deinem Feed einfach nur so Pins sammelst und diese in deine Boards packst, weil Pinterest ist natürlich daran gelegen, dass du mit den Usern interagierst und sei es nur, indem du hier einfach ein bisschen pinst. Also ich meine, viel einfacher wird es nicht, einfach ein bisschen pinnen, ja, und das macht Pinterest glücklich, das macht deine User glücklich, weil die kommen natürlich auf dein Profil, die wollen natürlich auch, dass ihre Sachen weiter gepinnt werden und es dauert nur wenige Sekunden. Du kannst das über dein Handy machen, du kannst das über dein Tablet machen, also Pinterest ist da wirklich sehr flexibel.
Ja, ich hoffe, der Tipp wird dir helfen, im Internet Geld zu verdienen. Es ist natürlich nicht so, dass es von heute auf morgen eher zu Reichtümern führt, aber es kann zu einem lukrativen Nebeneinkommen werden. Es hängt wirklich nur davon ab, wann du, wie schnell, wie viele Affiliate-Links in dein Pinterest-Profil bekommst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.